Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Who Do You Trust Box von Papa Roach. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Who Do You Trust von Papa Roach, das Ganze aus dem Jahr 2019. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 10. Album von Papa Roach. Wir haben hier eine kleine kompakte Box. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und dann schauen wir uns das mal an. So, einmal einschneiden, Folie aufmachen und dann kann es auch schon losgehen. Die Box an sich ist sehr dünnwandig, also die ist aus so einem sehr dünnen Pappkarton, etwas gestärktes Papier mehr oder weniger, eine sehr klapprige Box. So, wir haben hier einmal das Cover der Box und zwar lesen wir unten einmal den Albumtitel Who Do You Trust mit einem orangenen Fragezeichen. Das sind auch hier so die Farben des Artworks, also blau, orange und weiß. Und dann haben wir hier eine scheinbar recht ruhige See und hier eine Hand. Also hier ist gerade jemand am Ertrinken, vermutlich. Oben in hellblau gestaltet. Auf der Seite lesen wir Papa Roach, Orange und Weiß, ebenso auf der anderen Seite. Unten wieder hellblau mit dieser Schabenoptik, mit dem Logo. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 12 Tracks an der Zahl, die sind hier nicht durchnummeriert. Und dann haben wir hier noch die beteiligten Labels und einen Barcode. Gut, dann schauen wir rein. Die Box an sich geht hier oben auf, also wir können hier aufmachen und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Also als allererstes haben wir einmal das Album an sich, dann haben wir zum zweiten ein Kartenspiel, eine Mütze, also ein Strickmützchen hier mit Papa Roach Schriftzug. Und ansonsten, das war's soweit. Mehr ist hier nicht drin. Diese drei Inhalte sind's. Packt mir wieder zusammen. Und dann werden wir auch diese beiden Sachen hier nochmal befreien. Die sind nämlich auch, oder? Nein, das Kartenspiel gar nicht. Aber die CD, das Album, das ist hier noch in Folie. Das müssen wir natürlich auch nochmal hier auftrennen. So, dann haben wir hier auch noch einen Sticker. Auch hier lesen wir wieder Papa Roach, Orange und Weiß. So, die Folie ist ab und so sieht das dann aus. Cover ist das gleiche, das wir auch schon auf dem Boxdeckel hatten. Auf der Seite dann wieder beschriftet, Papa Roach, Who Do You Trust und die Katalognummer. Auf der Rückseite die Tracklist, hier so ein etwas höheres Haus an der Küste, auch hier wieder das Meer zu sehen. Barcode, okay. So, von innen, hier haben wir nicht mal ein Booklet, wir haben hier tatsächlich nur dieses Foto der Bandmitglieder. Booklet suchen wir hier vergebens, okay. Dann haben wir die CD in Orange und Weiß. Und hier nochmal der Schriftzug. Eventuell. Ja, ich habe zu früh geurteilt. Wir haben hier doch ein Booklet. Ich dachte mir gerade, es kann hier irgendwie nicht sein, dass hier gar nichts drin ist. Wenn auch sehr dünn, aber hier haben wir nochmal ein Foto. Das ist scheinbar hier mit 3D-Brille dann anzusehen. Hui. Also man hat hier scheinbar die gesamten Lyrics abgedruckt auf dieser Doppelseite. Das ist heftig, weil es echt verdammt klein geschrieben ist. Ja. Aber nichtsdestotrotz, Lyrics sind mit dabei. Und auf der Rückseite haben wir dann die gesamten Credits zum Album. Wer war hier beteiligt? All das kann man hier nachlesen. Gibt sogar noch eine kurze Danksagung. Okay, also, wie gesagt, ich nehme alles zurück. Booklet ist da, auch wenn es sehr kompakt und sehr klein ist oder sehr wenig Inhalt. Aber die wichtigsten Infos, die sind auf jeden Fall mit dabei.
Okay, als nächstes haben wir hier ein Kartenspiel in Orange und Schwarz bzw. Dunkelblau. Hier lesen wir auch wieder den Namen der Band plus Albumtitel. Rundum gestaltet. Dann schauen wir mal rein. So. Und auch die Karten hat man hier in Orange und Weiß gestaltet. Und nicht nur das, sondern auch hier wieder komplett in diesem Schaben, in diesem Kakerlaken-Artwork. So sieht das aus. Also die Karten an sich sind klassische Karten, die man es kennt. Also mit Kreuz, Karo, Herz und Pik. Allerdings eben dann doch vom Layout her mit diesem Ungeziefer hier entsprechend dann doch gebrandet. Die Rückseite sieht so aus bei jeder Karte und es ist kein klassisches Poker-Kartendeck oder sowas, denn es beginnt hier wirklich jede Blattfarbe erst bei 7 und zählt dann eben von 7 bis Ass. Also 6 bis 2 somit hier nicht mit dabei. So, dann packen wir die wieder zurück in das Kartenset. Und kommen direkt zum letzten Boxinhalt. Na, so. Und der letzte Boxinhalt, das ist dieser hier. Und zwar haben wir hier eine Mütze in Dunkelgrau, würde ich sagen, ist das am ersten. Ne? Mit einem orangenen Schriftzug. Der wurde hier so aufgenäht, aufgestickt. Papa Roach hier mit diesem Querstrich mittendurch. Ansonsten, wie gesagt, alles in Dunkelgrau. Die Mütze ist von der Firma oder von der Marke Beachfield, Original Headwear. Dann schauen wir mal rein, ob wir hier noch weitere Infos haben. Ja, genau, danach habe ich gesucht. Beachfield Original Headwear, gut, das kennen wir. B45, Beachfield Brands United Kingdom. Das Ganze ist aus 100% Acryl. Und hier lesen wir es, Made in China. Grüße gehen raus. Jawohl, das war soweit, klein aber fein, drei Inhalte hier in dieser Box. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Mütze hier, dunkelgrau mit dem orangen Schriftzug hier vorne. Dann haben wir zum zweiten das Kartenset mit den Karten hier in dieser kleinen Verpackung, in dieser kleinen Schachtel. Und natürlich das Album an sich. Who Do You Trust im Digipack mit insgesamt 12 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Who Do You Trust von Papa Roach. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Papa Roach unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.